Hallo zur neuen Folge von Gerhards Tagebuch. Bislang haben wir es immer so gemacht, wir haben uns einen Tag ausgesucht und haben geguckt, was im Wunderland so Spannendes an diesem Tag los ist und dann sozusagen eine Bestandsaufnahme als Gerhards Tagebuch veröffentlicht. Wir wollen es mal ein bisschen anders machen. Wir wollen uns dann immer treffen, wenn was Spannendes los ist und dann so eine Art Timeline machen. Das heißt, heute treffen wir uns mal wieder am Vesuv. Der war ja in den letzten Folgen schon ein Dauerbrenner. Wir haben in der letzten Folge diesen großen Schritt erreicht, dass wir den Berg an sich geformt haben in Italien und die beiden Lavarutschen eingebaut haben. Und warten da auf, zum Beispiel auf den endgültigen Beleuchtungstest. Und der Vulkan braucht natürlich für einen ordentlichen Vulkan auch einen Krater. Und dieser Kraterrand ist sozusagen die Aufgabe der nächsten Tage, weil der soll eingebaut werden. Mhm. Denn aus diesem Krater soll, das haben wir schon mal gezeigt, Lava emporsprühen, also eine Eruption erfolgen. Da haben wir ja auch schon Tests gemacht. Und diese Lava landet irgendwo und der Lavastrom geht irgendwo los. Und das ist sozusagen diese Teile, die hier stehen. Da dein Test zum Beispiel. Genau. Also hier wollten wir einfach mal gucken, wie könnte das aussehen, wenn diese rausgeschleuderten Lavabrocken auf dem Kraterrand auftreffen. Was machen die oder wie kriegen wir den Effekt dargestellt? Und das Ganze haben wir jetzt mit ganz vielen kleinen Lichtwellenleitern gelöst, die wir überall reingebohrt haben, wo wir von unten drunter eine Streuscheibe ranbauen, die wir dann auch beleuchten, drehen lassen. Und dann sieht es wirklich so aus, als ob die Dinger raus auftreffen und langsam dann auch so ein bisschen ausglimmen. Bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert, weil hier müssen wahnsinnig viele Löcher rein, weil halt überall kann mal so ein Lavabrocken landen. Und das wollen wir halt auch darstellen. Genau. Und die kleinen Bahnen hier und so weiter, ich habe ja die Schritte gesehen, aber zeig mal unseren Leuten, die zuschauen, was da für ein Akt hinter. Also das war sowieso ein Riesenakt, das ganze Ding zu bauen. Es ging damit los, wir haben das alles aus einzelnen Platten gebogen. Die haben wir im Ofen warm gemacht, haben uns so eine Grundform aus Holz gebaut, haben dann diese Platten darüber gebogen, das Ganze dann miteinander verklebt und dann bin ich beigegangen und habe das ganze Ding wieder freigefräst. Also sprich mit dem Proxon Dremel einmal die Ablaufrinnen und so, wie das aussehen würde, als ob der Lava halt runtergelaufen ist. So, das Ganze wird nachher noch wieder noch dunkler angemalt. Wird dann komplett besandet und dann erst wird das wieder freigekratzt, was man so ein bisschen schon hier so erahnt, dass man so halt so versuche, wie könnte sowas denn überhaupt aussehen. Das ist ein Teil davon. Hier ist ja ein Element, das ist schon ein Schritt weiter sozusagen. Genau. Weil da ist schon die nächste Schicht drauf und das Freikratzen hat schon stattgefunden. Das heißt, man sieht hier zum Beispiel schon, dass nur noch die Lavaströme leuchten und nicht mehr wie hier die Kulisse und vor allen Dingen die ersten Lichtleiter sind. Beim Anschließen. Das heißt, da herrscht das Heidenchaos. Wenn du mal hier reinguckst, das Ding besteht eigentlich nur noch aus Lichtwellenleiter. Die müssen jetzt natürlich noch hier zusammengebündelt werden, auf Motoren aufgelegt werden und ja, also wir haben noch richtig viel zu tun. Damit wir auf über 1000 Lichtpunkte kommen nachher bei dem Vulkanausbruch, wahrscheinlich sogar noch viel mehr und das Ganze wird auch, muss auch inszeniert werden. Das heißt, die Kabel, die hier unten rauskommen, sind deswegen so viele Kabel, weil die LEDs werden wiederum im Computer einzeln angesteuert, während die Lichtwellenleiter halt mit dieser Maske, mit der drehenden Scheibe zum Leben gebracht werden. Ich bin gespannt. In den nächsten Tagen geht sie rein und dann melde ich mich wieder. Bis dann. So, heute geht's mal unter den Vesuv, denn der Tag ist gekommen, wo wir die Technik so richtig in Betrieb nehmen können. Ich will, bevor ich hier zu Alex komme, der wird uns das gleich so ein bisschen erklärt, einmal kurz sagen, was ihr da hinten seht, sind die neuen MiVo-Light-Module. Die langjährigen Zuschauer kennen MiVo-Light schon als Begriff. Das ist die Platine, mit denen wir eigentlich alle Beleuchtungen oder Primärbeleuchtungen vielleicht hier und da mal einen kleinen Schrittmotor steuern. Das ist diese Platine und wir haben eine neue Version gebaut. Wir haben nämlich eine neue Version gebaut, erstens, weil wir immer mehr brauchen, immer mehr Ideen haben, die das verwirklichen kann, wie zum Beispiel, dass das Ding jetzt Sound kann. Aber das mache ich immer mal in späteren Folgen, wenn wir es auch in Betrieb nehmen. Aber eigentlich war der Anlass tatsächlich der Vesuv, dass wir gesagt haben, diese Karte muss jetzt nicht nur von meinem Lichtsteuerungsprogramm ansteuerbar sein, sondern soll auch ein DMX-Protokoll verstehen, weil? Ja, weil wir einfach sehr, sehr viele LEDs haben. Und die alle über das Lichtsteuerungsprogramm anzusteuern, wäre einfach ein irrsinniger Aufwand. Und wir haben hier insgesamt 17 Karten und 16 davon sprechen DMX. Und auf jeder Karte haben wir 24 Pins. Und bei diesen 16 Karten kommen wir da auf 384 einzelne Pins, die wir einzeln ansprechen müssen. Ja. Und mit DMX ist das, da kann man eine Sequenz innerhalb von einer halben Stunde ungefähr programmieren und dann weiß man, so sieht es ungefähr aus. Ja. Und das heißt, der DMX-Recorder da oben, der liefert das die DMX-Steuerung hier für diese 16 DMX-Karten. Nochmal zu dem DMX, weil wenn die Lichtsteuerung, wenn man die dafür genommen hätte, die ist eigentlich dafür gedacht, einen Ausgang an so einer MiVo-Light-Karte, hat 24, dass man einen Ausgang ganz explizit programmieren kann. Da kann man sagen, wie die Lampe dimmen soll, wann die an- und ausgehen soll. Man kann diesem Ausgang sagen, du reagierst, wenn ein Gast auf den Knopf drückt oder wenn ein Auto über eine Radarfalle fährt oder in Abhängigkeit von einem anderen Ausgang, der
die rote Lampe an der Ampel ist, dass die gegenüberliegende auf grün geht und sowas. Das ist speziell fürs Wunderland von mir programmiert worden. Aber hier in dem Fall, wo du über 300 Kanäle programmieren sollst, mit einer Sequenz von wabbernder Lama, war die Entscheidung, dem X zu nehmen, richtig. Weil ich, als der Programmierer dieses Programms, der es also wirklich gut kennt, habe mal geschätzt, um den Vesuv mit meiner Technik zu programmieren, etwa einen Monat Fulltime, damit das gut aussieht. Willst du dann was ändern? Erst den Monat nochmal. Deswegen cool, dass ihr es über DMX gemacht habt. Und super, dass wir jetzt eine neue Technik haben, die mittlerweile CAN-Bus, DMX, TCP-IP und unser eigenes Protokoll über RS-485 spricht. Also damit sind wir zukunftssicher für die nächsten 2 Jahre. Mindestens. Dann fällt uns wieder was Neues ein. Was mir auch noch aufgefallen ist, hier ist eine coole Kiste. Und wenn man sich diese Kiste anschaut, dass das der Verschnitt ist und wir nur bis mit 5-10% Verschnitt rechnen, das heißt, wenn man so eine LED ausstattet mit Kabel, macht man es einen Tick länger, weil zu lang schneidest du ab, zu kurz ist blöd. Und nur das hier ist der Verschnitt. Und wenn man dann die Rollen hier hinter mir sieht, also auf jeder Rolle 100 Meter drauf ist, und wir reden hier wirklich nur über die Verkabelung vom Vesuv, absoluter Hammer, was ihr in den letzten Wochen hier gemacht habt. Und ihr wisst, warum wir so lange warten mussten. So, ihr sollt jetzt natürlich nicht nur irgendwelche unterirdischen Technikbilder zu sehen bekommen, also unterirdisch nicht wertend, sondern tolle oberirdische Vesuvbilder. Es gibt schon Sequenzen, ne? Genau, Sven hat schon was programmiert vorhin, das können wir uns mal angucken. Bin ich gespannt. Ha, ich hab's mir gedacht. Ich kenne ja unseren Sven. Das erinnert mich nämlich eher so an Weihnachtsfeier oder unser Sommerfest, Disco-Beleuchtung. Sven macht gerne mal solche Späße, aber er hat sicherlich auch noch andere Sequenzen, die habe ich nämlich eben schon gesehen, in petto. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal die ersten schönen Beauty-Shots vom Vesuv-Ausbruch Version 1.0. Viel Spaß damit. Hallo zu einem neuen Tag von Gerhards Tagebuch. Es ist ein ganz besonderer Tag. Ich stehe hier mit Joachim und sein gesamtes Team ist anwesend. Viele Modellbauer und Techniker sowieso, denn wir fahren das erste Mal mit den Zügen einen Testtag. Und ihr habt eine Menge vorbereitet. 2 Jahre waren es. Ungefähr, ja. Also ich denke mal, dass wir heute das erste Mal mit allen Zügen, was heißt allen Zügen, die wir haben, versuchen wollen, irgend sowas wie einen Fahrbetrieb zu machen. Hier siehst du schon mal, geht schon ein bisschen was vorbei. Machen wir zum allerersten Mal. Wir werden sehen, was so kommt. Und es gibt noch einen Grund, warum ich ein ganz klein bisschen unruhig gucke. Da hinten kommt nämlich mein Bruder, weil wir haben das erste Mal ein Facebook-Live-Event. Das heißt, wir versuchen, diesen besonderen Moment der ersten Testfahrten auch live bei Facebook zu übertragen. Das heißt, wir sind jetzt live on air. Okay. Und ich würde mal sagen, wir testen. Moin. Das heißt, wir schauen mal, wie die Züge fahren. Wir haben nicht alle italienischen Züge bis jetzt da, aber einige fahren schon. Hab ich mich unterbrochen? Genau, wir sind mitten im Gerhards Tagebuch. Ihr könnt also das, was ihr jetzt da seht, live auch später da. Guck mal, das ist der andere von den beiden. Also wir spielen mal ein bisschen rum. Wie gesagt, ich kann die Kamera umdrehen und ich wackel ein bisschen. Im Hintergrund steht Wolfgang, der fast die gesamte Oberleitung und die Gleise gelegt hat. Die Gleise, was schätzt du, wie viele Gleise hast du gelegt? Ich lasse mal ein bisschen labern. Wie gesagt, live bei Facebook. Aber wir haben über 2 Kilometer Gleis gelegt. Es sind über 150 Schattenbahnhofsplätze. Davon sind bis jetzt sehr wenige belegt. Wir haben immer noch ein bisschen Probleme, italienisches Rollmaterial, also geeignete Züge zu finden, aber wir sind fleißig dabei. Straßenbahn zum Beispiel fahren wir noch mit einer guten Hamburger Straßenbahn hier. Aber sie fährt, denn diese Gleise sind ja eine neue Entwicklung von uns. Das stimmt, ja. Das haben wir alles alleine gemacht. Also was heißt alleine? Wir haben das quasi nur die Schienen verlegt und den Untergrund selber gefräst. Und das ist so der erste Versuch zu sagen, okay. Wir sind hier nahe Amalfiküste und wie ihr seht, es fahren gar keine Züge. Da. Ist nämlich normal, weil es sind noch nicht alle Strecken in Betrieb. Denn Gerrit, warum ist das so schwierig, die in Betrieb zu nehmen? Also wir nehmen die jetzt Stück für Stück wieder nach der Begrünung in Betrieb. Das heißt, es sind sämtliche Rasen- und Grasflächen begrünt worden. Und das passiert mit einem Hochvoltgerät. Und das bedeutet, dass sämtliche Elektronik aus der Anlage ausgebaut werden muss. Das ist elektrostatisches Begrünungsgerät. Das heißt, alles, was an Elektronik eingebaut ist, während wir begrünen, ist danach Schrott. Das heißt, Joachims Team hat alles ausgebaut, bevor es begrünt wurde und jetzt alles wieder eingebaut. Das heißt, die Inbetriebnahme dauert eigentlich 1, 2, 3, vielleicht sogar 4 Wochen, weil wahnsinnig viel wieder neu verbunden werden muss. Es fährt tatsächlich ein Zug schon da oben über das große Viadukt drüber. Ich kann euch sagen, ihr seht das ja gar nicht live.
also in dem Sinne dreidimensional live. Dieser Bauabschnitt Italien, vor allem an dieser Stelle der Amalfiküste, hat eine Dreidimensionalität, das haben wir im Wunderland bis jetzt noch nicht gehabt. Da sind ein paar Täler, da muss man sich wirklich so auf Zehenspitzen stellen und um die Ecke gucken. Es ist wirklich wunderschön geworden. Und wenn es so weitergeht, ihr könnt ihm ja mal schreiben, dass er das wechseln soll, weil ihr wollt euch sicherlich nicht Freddy die ganze Zeit angucken, sondern das, was er erzählt, oder? Ich wechsle hier. Wenn es so weitergeht in dem Tempo, schaffen wir es tatsächlich wirklich Ende September diesen Italienabschnitt zu eröffnen. Ich weiß ja nicht, wer von euch das live bei Facebook gerade gesehen hat. Es war Chaos pur. Freddy und ich sind beide emotional, reden beide gerne, wollen beide gerne vor die Kamera und stolz zeigen, was wir hier so gebaut haben. Es war das Chaos pur. Mal gucken, ob das jetzt hier bei Gerrits Tagebuch sich zusammenschneiden lässt und irgendwie rüberkommt. Zum Thema zurück. Hier zum Beispiel fährt gerade ein italienischer Zug. Das ist gar nicht so einfach. Italienische Züge gibt es nicht wie Sand am Meer am Markt. Das heißt, wir sind immer noch auf der Suche, richtige Zugzusammenstellungen zu machen, sodass wir unsere 150 Schattenbahnhofsgleise auch bis Ende September gefüllt haben werden. Was fast fertig ist, ich habe das Geräusch gehört, Joachim sitzt da und er grinst da auch gleich, weil das war das typische Britz-Geräusch, wenn irgendwo ein Kurzschluss ist. Das ist so die kleinen Nicklichkeiten, die wir hier noch suchen, nachdem das ja alles auseinandergebaut war wegen des elektrostatischen Begrünungsgerätes und jetzt wieder in Betrieb genommen wird. Ich rede sehr lang, aber es ist auch ein sehr langes Thema, weil alleine, wie gesagt, die Oberleitung 2 Jahre zu bauen nach italienischem Vorbild, die ganzen Signalbrücken. Hier fehlt noch der Hauptbahnhof von Rom, das wird nochmal extremer Gleisterror und auch da zum Beispiel die Oberleitung einzubauen, Wahnsinn, sodass das nachher am Ende einwandfrei funktioniert. Also, so viel zum Thema Zugbetrieb. Joachim ist da. Sitzt da gerade so, das sieht man nicht, weil wahrscheinlich hier immer noch das Brezeln hier eine Rolle spielt. Aber das wird insgesamt so 500, 600 neuralgische Stellen hier noch auf der Anlage geben, die jetzt in den nächsten Wochen getestet werden müssen, eventuell korrigiert und verbessert werden, bis wir dann im echten Dauerbetrieb eröffnen können. Ich werde euch in den nächsten Monaten sicherlich noch mal mehr Zugimpressionen zeigen können, aber für mich ist das hier so das erste Mal. Mich macht es ganz stolz. Ihr werdet denken, vielleicht 5 Züge. Das Wunderland ist stolz, dass hier 5 Züge im Kreis fahren. Uns macht es stolz, weil es ein sehr weiter Weg war. Bis bald. Hallo Omi, ich bin im Fernsehen. So, der typische Ich bin im Fernsehspruch kann man jetzt hier bald in Rom an der Anlagenkante sehen. Mehr sage ich noch nicht, geht mal auf die Suche, denn das Haus habe ich schon fertig stehen gesehen, aber du hast es wieder abgerissen. Ja, also einen Teil habe ich abgerissen. Das war eigentlich schon fertig, wie du sagtest. Aber dann haben wir die Idee gehabt mit der kleinen Spielerei und der Kamera. Und die sollten in das Haus rein. Und dafür mussten wir dann halt ein paar Sachen wieder einreißen. Ich finde es auf jeden Fall super. Ich stand schon davor und habe mich perfekt versucht, in diesen Fernseher zu positionieren. Das ist ein riesen Flachbildleinwand, sozusagen Flachbildfernseher hier in dem unteren Zimmer. Und die Kamera sitzt im oberen Zimmer. Aber positionieren ist gar nicht so einfach. Aber du sagtest, du hast eine Lösung. Ja, genau. Das ist, wie du sagtest, ist ein bisschen schwierig, da sich das genau immer entgegengesetzt bewegt wie einen selber. Und wenn man das Ganze spiegeln würde, dann hätte man es einfacher. Dann kann man nämlich, wenn man davor steht, sich positionieren, schönes Foto machen und sieht nicht so dusselig im Fernsehen aus. Ich bin gespannt. Und wenn ihr das nicht hinbekommt, es sah eigentlich ganz lustig aus. Oder ich stelle mir die Anlagenbilder so vor an der Kante, dass die Leute versuchen, sich irgendwie da so rechts, links. Und wenn man nicht weiß, was die Leute da machen, denkt man so, hä, was ist da los? Egal, es wird spannend, ich find's cool. Auch wenn wir mal wieder was kaputt machen, für eine neue Idee macht das immer Sinn. Danke. Genau. So, nächster Tag im Wunderland. Heute sitze ich mal mit Arne hier, weil Arne hatte eine coole Idee und sie auch gleich umgesetzt. Hat ein paar Wochen gedauert. Ich wusste es nur aus Erzählung und sehe es heute auch das erste Mal. Was ist es denn? Das ist erstmal nur eine ganz normale Fiat-Werkstatt. Wir sehen hier einfach, wie halt eine Werkstatt so aussieht und ein kleiner alter Fiat 500, der eben da reinfährt und dann wird dran gearbeitet. Okay. Lass mich dir vorführen. Rein. Genau. Das Ganze passiert mit unseren Motorsteuerplatinen, die wir so universell für alles, was irgendwo mit Bewegung gesteuert wird, einsetzen. Und am Ende wird hier ein Knopfdruck sein, der dann nur die Impulse an diese 3 Steuerelemente gibt. Aber, fährt er rein? Jawohl. Jawohl. So, jetzt ist er drin. Dann wird da eben gearbeitet. Ein bisschen blaues Blinkelicht, weil Schweißen, Flexen oder so weiter. Dann passiert das. Jetzt ist Tor zu, dann würden wir übertreiben, wunderländisch halt, dass einfach wirklich alles grell, hell, blau, blitzt und blinkt, dass wirklich deutlich dran gearbeitet wird. Dann geht das Licht komplett aus, sprich man sieht gar nichts mehr. Und als letztes passiert dann dieses. Ich würde mal sagen, das Fahrverhalten dieses Fiat 500 ist unwesentlich verbessert worden dann, ne? Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen zumindest. Aber coole Idee und damit verabschiede ich mich für diese Folge von Gerrits Tagebuch. Wir werden die Schnipsel der letzten Wochen jetzt mal zusammenschneiden und ihr könnt uns gerne mal erzählen, ob diese etwas abgehackte Version euch besser gefällt. Wir haben noch in unserem Archiv etwas gefunden, als wir bei dem Vesuv nach Schnittbildern suchten, wo wir festgestellt haben, die sind schon 2-3 Monate alt, die Bilder, aber wir möchten sie euch nicht vorenthalten, wie der Kraterrand entstanden ist. Viel Spaß dabei.